Und jetzt gebe ich Ihnen mal auf einer Folie einen, ja, High-Level-Überblick mit doch möglichst viel Zahlen auch, so gut es zumindest geht, was denn die Vorteile von EDI sind. Zahlen lassen sich halt am einfachsten beim Thema Effizienzvorteil belegen. Über die letzten, ich würde schon fast, ja, hatte ich ja gerade schon gesagt, 20 Jahre sagen, seitdem EDI mindestens ein Thema ist, mit immer stärker werdender Bedeutung natürlich, aber so lange gibt es das Thema schon, wahrscheinlich sogar schon länger. Wurden auch immer wieder Statistiken erprobt. Die kommen jetzt nicht von mir, die hat nicht Mindspray erhoben bei seinen Kunden, sondern die kommen vom Statistischen Bundesamt. Und hier gibt es super spannende Zahlen zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich EDI. Wenn ich jetzt meinen Kunden, den ich ja auch, oder einen Lieferanten habe, der kein EDI hat und dort jetzt EDI einführe, lassen sich diese Effizienzen eben messen, dass man eben manuelle Aufwände im Einkauf und Vertrieb um bis zu 50% reduziert, also einen wirklich enormen, ja, Ressourcen- und Geldvorteil am Ende des Tages. Ein weiterer Punkt ist die Fehlerquote, von der ich auch vorhin gesprochen hatte. Also durch Abtippen ergeben sich Fehler und Co. Auch das ist natürlich ein Thema, an dem bares Geld hängt, an dem Effizienz hängt, an dem Prozessdurchlaufgeschwindigkeit hängt. Und das lässt sich von durchschnittlich normalerweise 5% auf unter 1% eher Richtung 0 reduzieren, je stärker ich halt Automatisierung und Digitalisierung auslebe hier. Also man muss sich das ja wirklich so vorstellen. Im Worst Case war vorher jeder 20. Auftrag mit Fehlern behaftet. Und ich gehe halt hin, dass irgendwie einer von 100 vielleicht irgendwann noch oder einer von 1000 einen Fehler hat. Das ist halt echt schon ein enormer Vorteil. Und um das Ganze auch natürlich Richtung Wettbewerb zu argumentieren, kann man auch einfach sagen, hatte ich ja mit Dropshipment oder Ähnlichem schon gerade erzählt, wir können unsere Supply Chain und vor allem unsere Lieferzeiten als Lieferant vor allem enorm verbessern und uns ja wieder beim Wettbewerb besser positionieren. Laut Statistischem Bundesamt eben um bis zu 30%, was eine absolut, ja, fantastische Zahl ist. Also ich frage mich häufig, wo man sonst sozusagen über ein ziemlich auf der Hand liegendes Thema so viel Optimierung reinbekommt. Also das ist für mich immer noch, die Effizienz ist mit diesen drei Vorteilen ist für mich immer noch der Hauptpunkt, warum ich sage, wenn Sie kein EDI haben, ist es heute in der heutigen Zeit eigentlich, gibt es kaum einen Grund, das nicht mehr zu machen. Egal in welchem Bereich oder Branche ich bin. Der nächste Punkt ist Thema Standardisierung. Das ist eher ein intern betrachteter Vorteil. Wir standardisieren natürlich dadurch, dass wir unsere Prozesse automatisieren. Ja, die Prozesse gleich mit. Also nochmal anders gesagt, nicht so kompliziert. Unsere Prozesse werden automatisch standardisierter, transparenter und einfacher. Und das ermöglicht es natürlich auch auf Basis von standardisierten Prozessen, die Prozesse besser zu planen, die Bedarfsplanung besser abzuwickeln, aber auch zum Beispiel Prozessoptimierungen zu prüfen und zu planen. Also ich schaffe mir hier intern eine super Basis für zukünftige Verbesserungen. Und der nächste Punkt ist das Thema Kontrolle. Ich kann also ganz klar sagen, ich habe eine bessere Kontrolle und ein besseres, könntest du es hier übersetzen, tatsächlich als Controlling über meine Prozesse. Also die Prozesse werden transparenter, die laufen ja voll digital, das heißt, ich kann sie auch besser messen. Es schafft mir eine Basis zum Beispiel auch für ein sehr interessantes Thema heutzutage, Process Mining, also Durchlaufzeiten und Co. optimieren. Und ja, ermöglicht mir einfach eine bessere Transparenz aus so einer Managementbrille heraus auf meine Prozesse.